Servus und herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach dem Spiel SSV Jahn Regensburg gegen Arminia Bielefeld. Bei mir ist immer noch der Matze. Matze, wie geht's? Ja, ich freue mich, dass ich immer noch bei dir bin. Und ich freue mich über einen 2:0-Sieg unseres SSV Jahn Regensburg, die jetzt gerade noch Richtung Hans-Jakob-Tribüne gehen. Und da werdet ihr wahrscheinlich während unserer Analyse noch ein paar Feierlichkeiten im Hintergrund mitbekommen. Feierleichen gibt's aber vielleicht heute auch. Okay, ja, das ist durchaus möglich. Denn Ulm hat nur unentschieden gespielt, wir haben gewonnen. Aber es war ja nicht... Gehen wir es mal chronologisch durch. Fangen wir doch mal mit Halbzeit 1 an. Meine Sicht der Dinge ist zur Halbzeit 1. Wir haben sehr brutal angefangen, haben gut gekämpft, haben alles gegeben und hatten einfach auch das Matchglück auf unserer Seite. Ich hatte im Vorhinein mit dem Jahn-Block schon analysiert gehabt, dass die Bielefelder Verteidigung eine Schwachstelle ist und dass Johannes Kersten, der Torhüter der Bielefeld, nicht der stabilste ist. Und ich sollte recht behalten. Du solltest recht behalten. Beim 1-0 war er allerdings machtlos. Das war eine super Kombo über die linke Seite im Zusammenspiel mit Garnaus und Fied, der sich den Ball irgendwie mit der Hacke selber auflegt, Volley abzieht und zum 1-0 einnetzt. Also war super gemacht. Und da dachte man, okay, das geht ja eigentlich alles top los. Dann kommen wir, da werden wir dann in Halbzeit 2 nochmal detailliert drauf eingehen müssen, in der Zwischenphase zu den zwei dümmsten gelben Karten ever. Ich würde tatsächlich, bevor du darauf zu kommst, nochmal kurz auf das 2:0 dann kurz gern zu sprechen kommen, das ja auch relativ zeitnah gefallen ist. Da ist eben, wie ich schon erwähnte, einfach dann diese Erfahrung von Johannes Kersten dann einfach aufgefallen. Er wollte Feed austribbeln, also er hätte von hinten rausspielen sollen, hat aber sich entschieden, ins Dribbling gegen einen Feldspieler zu gehen, was als Torhüter nicht immer die beste Entscheidung ist. Ja, hat dann den Ball gegen Feed verloren, ist zusammengeknickt wie so ein Streichholz, weil Feed natürlich auch mit seinem Körper reingegangen ist und dann hat Feed da einfach schön abgestaubt. Ja, 2:0, wir haben uns alle sehr gefreut und Bielefeld, muss man aber sagen, hat dann das Spiel übernommen, hatte auch mehr Spielanteile, Ballbesitz, hatte auch ein paar gefährliche Szenen. Einmal können wir gerade nochmal drei Abschlussversuche blocken. Einmal hauen sie über die Kugel allein vor Weidinger. Und bevor es zu dieser Elfmeterszene kommt, wie gesagt, zwei gelbe Karten, die einfach unnötig waren und wo wir einfach lernen müssen, entweder die Klappe zu halten, also gelb für Meckern nicht zu kassieren oder einfach uns nicht in der 5. oder 7. Minute doof vor den Gegenspieler zu stellen, ja, und gelb zu provozieren, dass man sich dann anschießen lässt und das Bein hebt, wie es Schönfelder gemacht hat. Und ja, da fehlt mir noch so ein bisschen die Reife, weil das ist uns ja in der zweiten Halbzeit dann um die Ohren geflogen, genau diese Szene. Also du musst A, Schönfelder rausnehmen und B, hättest du eigentlich Garnaus rausnehmen müssen. Der hat aber natürlich noch eine super Szene gehabt, aber zuerst vergesse ich den Elfmeter. Ja. Na, im Endeffekt muss man, also ich würde die erste Halbzeit tatsächlich damit abschließen. Bevor wir jetzt zur Halbzeit 2 kommen, mache ich die Büchse der Pandora tatsächlich jetzt auf. Und zwar könnte man jetzt wieder sagen, ja, schau her, hör sie dir an. Elfmeter, was haben sie denn schon? Es ist nicht immer der Schiedsrichter schuld. Und ja, das stimmt. Es ist nicht immer der Schiedsrichter schuld und man kann dem Schiedsrichter meiner Meinung nach auch heute keinen Vorwurf machen. Ja, er war kleinlich, ja, er war streng, aber er hat die Linie, das gesamte Spiel durchgezogen. Klar, man könnte jetzt mal sagen, ja, der hätte jetzt anders machen können oder sonstiges, aber er war grundsätzlich sehr gut. Das, was du angesprochen hast, ist etwas, das ich schon vor ein paar Pressekonferenzen mal Joe gefragt habe, wo du auch sagst, ich nenne es jetzt mal Disziplin, ich weiß aber nicht, ob das das richtige Wort ist. Es ist einfach Disziplin, Erfahrung, dass man sich manchmal nicht so benimmt, wie man sich benimmt, dass man einfach manchmal klügere Entscheidungen trifft. Und das ging in der ersten Halbzeit los, wie du es gesagt hast, mit diesen beiden gelben Karten. Situation 1, Oskar Schönfelder, der natürlich den Freistoß verlangsamen möchte, was vollkommen nachvollziehbar ist, aber dann reiße ich nicht das Bein hoch. Macht er aber, man konnte auch vorher beobachten, das war meine Beobachtung, wie einfach Schönfelder vor dem Foul frustriert war, sich provozieren hat lassen und dann halt eben sich dazu hinreißen hat lassen. Das Foul von Noah Garnaus war auch so ein Foul, wo er sich auch wahrscheinlich provozieren hat lassen. Was ich gesehen habe, musste man ja danach auch ziemlich zurückhalten, weil er sich da fast mit einem in die Haare bekommen hätte.
dann geht's in halb, und dann bist du bei dem Punkt mit dem Elfmeterpfiff, das, wo du nochmal gesagt hast, da kann man niemanden so richtig einen Vorwurf machen. Bene Salah hat einfach die falsche Entscheidung getroffen, kam zu spät. Ja, da waren wir aber im ganzen 16er Umfeld nicht griffig in den Zweikämpfen. Genau. Der kann da durchspazieren ohne, irgendwie, ja. Er nimmt halt dann das Bein von Salah an und dann gibt's den Elfmeter. Genau. Weidinger machte aber den Gegenspieler der Bielefelder nervös. Er war auch in der richtigen Ecke und der semmelt den ja über die Latte, trifft noch die Oberlatte oder die Oberkante der Latte. Ja. Dementsprechend, Glück haben wir in der Situation schon gehabt. Ja. Also im Nachhinein betrachtet, ist es schon wichtig, dass wir mit einem 2:0 in die Halbzeit gegangen sind, weil mit einem 2:1 wäre das schon vielleicht noch ein anderes Spiel geworden, in Anbetracht, dass in der zweiten Halbzeit viel Kampf war, die Bielefelder viel Ballbesitz hatten, wir Umschaltmomente nicht konsequent genutzt haben. Ich erinnere an die 2-gegen-1 Situation Kota und Ganaus, oder den Umschaltmoment, der dann zur roten Karte von Ganaus geführt hat. Genau, das ist eben auch, wie du gesagt hast, also wir könnten, hätten uns nicht beschweren können, wäre der Elfmeter drin gewesen. Das hätte auch alles nochmal ändern können, hat es aber auch nicht. Und ja, dann kam die zweite Hälfte, wo Bielefeld augenscheinlich dominanter war, aber nicht besser. Also sie waren dominanter, aber haben sie halt einfach wirklich teilweise sehr, sehr schlecht ausgespielt. Ist anscheinend ja dann auch von den Bielefelder Fans bestraft worden mit einer Art Stimmungsboykott, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man hat sie mittendrin nicht mehr gehört. Ja, dann kam es zu dem Konter. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wo wir sagen, pingeliger Schiedsrichter, aber er hat die Linie durchgezogen. Ja, wie, Matze, hast du die Situation gesehen? Ja, ich meine, Ganaus, also das Spiel ist komplett eingestellt worden von allen in dieser Szene. Und ich meine, abgesehen davon, dass vielleicht die falsche Entscheidung getroffen wurde und wir nicht hätten Ganaus anspielen sollen in der Szene, der da schon im Abseits stand, ist es so, dass Ganaus halt weiterläuft, Schiedsrichter pfeift ab, er läuft weiter, der Torhüter geht schon aus dem Tor raus und dann schießt er. Nicht mal schießen, eigentlich stoßt er nur so ein bisschen. Ja, aber es ist halt. Also wenn er den Ball konsequent reinschiebt, dann glaube ich ihm, dass er den Pfiff nicht gehört hat. Ja. Aber wenn er den Ball so bocklos dann reinspitzelt, weil er sich ärgert, dass es abseits war, dann braucht man sich nicht wundern, dass man gelb-rot bekommt. Man kann halt unterm Strich einfach sagen, er macht halt das, was halt jeder B-Klassenspieler irgendwo der A-Klassenspieler macht, man läuft halt aus und ist ja Scheißdreck, ne, und haut halt dabei den Ball weg. Aber da sind wir halt beim Thema Erfahrung, Disziplin, das musst du wissen, dass es in einer Profiliga, in der wir einfach sind, nicht geht. Ja, es war, vor allem, es war ja jetzt kein Spiel, wo eine gelb-rote Karte. Also vom Jan wurde das Spiel mit fairen Zweikämpfen geführt, aber mit keinen bösen Fouls oder so. Wir haben ja die gelbe Karte oder die gelb-rote Karte. Das haben wir ja alles nur wegen Meckern oder wegen irgendwelchen unreifen Aktionen bekommen, sonst hätten wir gar keine Karte bekommen. Genau. Und das ärgert mich halt dann besonders. Dass uns Ganaus jetzt im nächsten Spiel fehlt, ja, ich glaube, dass Hut ihn gut vertreten kann. Vielleicht kommt auch Eisenhut dann. Mustafa. Ja, oder komm zum Einsatz, können sich mal beweisen. Allein in der Spitze ist es immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, Ganaus wird sich viel leichter tun mit Doppelspitze. Das sind aber alles Themen für den Podcast, den wir ja diese Woche, kommende Woche aufnehmen. Moderiert von unserem geliebten Robert Fischer. Und dann gehen wir da nochmal detailliert auf diese Themen ein. Wir freuen uns jetzt über einen 2:0 Sieg. Weidinger hat für mich einen Klasse-Job gemacht. Das muss man auch dazu sagen. Und wir haben wieder die Tore gemacht, aus wenig Chancen viel. Ein paar Chancen mehr wären schön gewesen. Das stimmt. Ein paar Umschaltmomente konsequenter ausgespielt wären schön gewesen. Und ein paar letzte Pässe genauer gechippt wäre schön gewesen. Also es ist immer noch ein Prozess. Aber wir haben das Glück auf unserer Seite, dass wir dann auch mal mit wenig viel holen. Und so war es heute. Wir freuen uns über einen 2:0-Sieg, am Schluss sogar in Unterzahl. Und ich würde mich jetzt mit diesen Worten auch gerne verabschieden. Ich würde sagen, ich verweise auf den Podcast am Montag, stimme dir eigentlich in allen Belangen zu. Und ja, wir hören uns im Podcast irgendwann nächste Woche. Jawohl. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao. Ciao. Jonas Kersten nicht unbedingt ein sicherer Torhüter, was die Statistiken so ergeben. So, Salah wirft ein Richtung Strafraum aus Schönfelder und... Jawohl!
So, also Benedikt Salam macht den Einwurf Richtung Strafraum. Dann nimmt Schönfelder den Ball an im Doppelpass mit Christian Fied. Fied nochmal zurück zu Schönfelder. Schönfelder steckt nochmal durch auf Fied, der einfach geradeaus weitergelaufen ist. Der holt sich den Ball runter, lässt Kersten in die falsche Ecke fliegen und Christian Fied denkt sich, Dankeschön, ich versuche. Aber super Finte, was der Fied gemacht hat. Ja. Gegenspieler mit Hacke überspielt gefühlt und Volley abgezogen. Das war ja wirklich ein Traumtor. Definitiv mehr Ballbesitz bei den Bielefeldern. Und jetzt auch das erste Mal, wo sie so richtig gefährlich vors Tor kamen. Was macht Kerksen da? Was macht Kerksen da? Fied! 2-0! Fied, gerade schimpfen wir noch. Und Kerksen schenkt sich selbst ein Ei und Fied sagt, danke, ich mache meine zweite Bude heute. Was macht Kerksen da? Bielefelder steht da, das ist die Nummer 10. Und mal schauen, ob er die Nerven hat gegen Alex Weidinger. Und er verschießt! Weidinger hätte das Eck gehabt. Weidinger hätte das Eck gehabt. Jetzt kommt erstmal Kote auf der rechten Seite und wird eigentlich auch gefoult, aber zumindest Einwurf gibt. Aber jetzt müsste eigentlich die gelbe Karte kommen. Der Jan macht es aber schnell. Garnhaus ist im 16er. Garnhaus! Gut hat den Ball in der Mittellinie, legt ihn jetzt rüber zu Brian Hein, der vollkommen frei ist. Sauler läuft auf der linken Seite. Und das war eine schlechte Idee, weil... So, und jetzt kommt der Gelb runter.